Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Football Tactics and Glory hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Es geht weiter und ja, ich habe mir nochmal den Part angeguckt, wo wir gegen Regensburg in der Liga gespielt haben. Es wird ein hartes Brot, aber ich hoffe, wir packen es. Bin sogar noch überlegen, ob ich da noch einen reinbringe, den Blatscher. Ein Verteidiger für Sub. Aber ja, es wäre halt echt nice, die 0 stehen zu haben. Aber ich glaube, ich lasse es mal. Da haben wir halt kein Bindeglied mehr im Mittelfeld. Und ja, es macht, glaube ich, Sinn, Rafa mal hierhin zu positionieren. Warum? Wegen dem langen Pass. Und ja, wir gucken mal. Die werden safe auf den Thiessen da spielen. Wir müssen jetzt erstmal mit Zap den Ball durchbringen. Das machen wir auch gegen Klaassen. Und jetzt muss der Kerndl mal zeigen, dass er Bock hat. Eine 10. Oh, da gibt es gleich eine Ecke. Und wir haben jetzt zwei Leute mit der Fähigkeit Kopfball. Und der eine ist Konrad und der andere ist Wenninger. Lohnt sich nur, die beiden Verteidiger rauszuziehen, wenn wir die Ecke verwandeln. Sonst haben wir ein Riesenproblem. Und die haben riesige Kontrollwerte. Oh ja. Es lohnt sich nur, wenn wir packen, uns zu behaupten. Das packen wir schon mal nicht. Jetzt muss Wenninger, nee, Konrad es zeigen. Das packen wir auch nicht. Können immer noch köpfen. Yes! 17! 1-0 nach der Ecke. Durch Wenninger. Durch die Kopfballfähigkeit. Überragend. Beide wurden rausgezogen, aber an eine Position, wo sie immer noch köpfen können. Und damit führen wir 1-0. Wenn wir jetzt die 0 halten, das wäre super. Okay, der Ball wird auf Ziereis gespielt und Ziereis wird von da oben ballern, ne? Wir brauchen da eigentlich noch Spieler, wenn ich ehrlich bin. Aber super gehalten von Konrad. Super aufgehalten den Ball. Oh, gehe ich jetzt komplett auf Abwehr? Erstmal spiele ich den Ball auf Sub. Oder will ich Richtung Blatscher? Eigentlich will ich Richtung Blatscher kommen, wenn ich ehrlich bin. Weil der kann das Ding kontrollieren. Wir müssen von der Uhr was runternehmen. Wie verteidigen wir in Zukunft die Anstöße? So, Adamian, kann er sich den Ball holen? Nein, kann er nicht. Und haut Blatscher um. Ja, Ball auf Wannenwetsch. Der hat hoffentlich mal Bock, gleich beim ersten Mal die Fähigkeit durchzubringen auf Kerndl. Ja, mit einer 5. Und jetzt darf der Kerndl gegen Kirchhoff, ne? Oh Gott, hat der Kerndl nochmal Bock? Nein, aber wir kriegen noch eine Ecke. Und wieder macht es nur Sinn bei der Ecke, wenn Zapp die anbringt und beide unsere Verteidiger da das Tor machen. Aber wenn wir da das 2-0 machen, wäre das überragend. Und wenn die da rausgedrückt werden, wäre das Weltklasse. Come on. Okay, Konrad bleibt sogar drin. Wenninger nicht. Die Ecke kommt an. Nochmal zur Ecke, weil der Verteidiger besser war. Okay, nächste Ecke. Ich habe das Achievement knallhart bekommen. Sub darf nochmal zur Ecke ran. Ich glaube, Sub wird zur Halbzeit ausgewechselt. Konrad und Wenninger hierhin. Wenninger jetzt motiviert. Oh, die Ecken, Leute. Wir haben Regensburg gerade am Nüsschen. Okay, clever. Clever, clever. Wenn der uns rausdrückt, dann ist das clever gemacht von ihm. Ja, okay. Aber bleibt der Wenninger in der Mitte? Nein, der wird auch ausgedrückt. Aber es ist immer noch die Chance. Okay, Sub verkackt die Ecke. Bayer. Ball ins Aus. Das heißt, wir fangen von vorne an. Spielt den Ball auf Turian. Der hat den langen Pass. Der wird den versuchen, dahin zu spielen. Okay. Und was hat der Kopp jetzt vor? Pff, Tunneln. Der schießt mit einer 12. Danke, Björn. Ey, das wäre aber auch ein Hohn gewesen. Und damit haben wir die letzten drei Aktionen im Spiel. Ich werde es versuchen auf Wannenwetsch. Schade. Tja. Kerndl holt sich und wir schießen von da nochmal. Sind da zwar noch schwächer, aber why not? Oh mein Gott, wir kriegen noch eine Ecke. Der Kerndl macht es ja überragend. Bayer ab, rein da. Oh Gott, kriegen wir vor der Halbzeit noch das 2-0 hin? Das wäre überragend. Was spielt denn der Kerndl da mit den Schüssen? Überragend. Come on, guys.
Let's do this! Nein, rausgedrückt, aber steht da gut. Konrad auch rausgedrückt, aber ich stehe da beide noch okay. Ja, ja, ja. Yes! Mit 12! Wieder der Wenninger! Und der hat richtig Bock. Der macht das 2-0. Wir führen 2-0 im Hinspiel zur Halbzeit. Wenninger mit einem Doppelpack. Ist relativ kaputt. Und sollte wahrscheinlich für Sumosal. Jetzt wird sowas von auf komplett Abwehr gespielt. Und mit komplett Abwehr meine ich. Komplett Abwehr. Sumosalo ist schon drin. Bayer ist da. Da werde ich Blatscher da reinstellen, weil der hat einfach mehr Verteidigung. Ja. Komplette Abwehr hier. Wer hat den höchsten Passwert? Bayer ist noch drin, okay. Falls wir noch eine Ecke bekommen sollten. Aber den Ball jetzt natürlich auf Kernde zu bringen, wird super schwer. Komplette Abwehr jetzt hier. Thiessen, was hat er vor? Rennt er dahin? Ja, tut er. Wird von da schießen. Nein, er zieht nach innen. Aber Mauersberger holt sich den Ball. Und das ist für uns ideal. Wo ist Blatscher? Da ist Blatscher. Verteidigung 50. Okay, weit weg von denen. Bayer. 1, 2, 3. Kann er den normalen Pass auf Kernde spielen von da? Er kann sogar in freien Raum spielen, ne? Ja, er kann den normalen Pass durchbringen. Ja, komm, Kernde, dann fuck ihr doch mal. Noch eine Ecke wäre ja ein Traum. Schade. Diesmal eine 1. Okay. Libero holt sich den Ball. Unsere Abwehr steht. Thiessen ist hinter der Kette. Das gefällt mir nicht. Aber die haben keinen langen Pass da in der Nähe. Von daher ist der erstmal nicht so gut zu erreichen. Hoffe ich doch mal. Adamian. Jetzt müssen wir dem Hackentrick standhalten. Cooper hält dem Hackentrick nicht stand. Hält Rafa dem Hackentrick stand? Auch nicht. Oh, Björn muss. Ah, ein Gegentor. Sackballs. Da seht ihr mal, wie OP der Hackentrick ist. Mal wieder. Drei Leute ausgespielt. Das ist halt wirklich OP. Aber gut. Immerhin ist der jetzt kaputt. Der Hackentrick sollte nicht mehr so viel Sachen machen. Kernde? Oh, das wär's ja gewesen. Das wär's ja gewesen, wenn der Kernde jetzt hier nochmal einen verwandelt. 2-1 sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus. Obwohl wir hier schon alles auf Defensive gestellt haben. Kassieren wir trotzdem Gegentor, ne? So, was macht Regensburg jetzt? Was macht Klaassen jetzt? Der rennt dahin. Und hält die Kontrolle. Ich hol den Welisch, glaube ich. Ah, Blatscher rausholen. Ich versuche einfach mit dem Kernde. Ja, ich versuche es mit dem Kernde. Komplette Abwehr. Sogar aggressiv werde ich es versuchen. Und das klappt aggressiv. Sehr gut. Das heißt, die müssen jetzt verbrauchen. Der presst mich, ist okay. Und holt den Ziereis. Eine Aktion, zweite Aktion. Kommen die nochmal vors Tor? Ich glaube nicht. Nein, kommen sie nicht. Und damit haben wir 2-1 im Prestige-Pokal-Halbfinale-Hinspiel gegen Regensburg gewonnen. Ein Auswärtstor wäre ideal. Kernde ist tot. Aber den müssen wir dann wohl in der Liga rausnehmen. So wie es aussieht. Ja, Rafa und Cooper tauschen jetzt hier nochmal. Boah, die Ecken haben es gebracht, Leute. Die Ecken haben es gebracht. Überragend gespielt. Und das gibt monstermäßig Erfahrung. Holy shit. Okay. Und die Erfahrung steigt ins Unermessliche. What the fuck? Maximale Stufenaufstiege hier von den Leuten. 24 Ruhm, nice. Wir können wieder ein Ding ausbauen. Magdeburg und Lautern 1-1. Tatsache, meine Güte. Okay. Ja, gut, einen Innenverteidiger da drin zu haben. Ist natürlich stark belastend für die Rot-Weiß Erfurt. Was geht denn gegen Rot-Weiß Erfurt?
Erstmal geht Bayer für Sub, Bludger auf die DM. Hier spielen wir erstmal wieder normal, finde ich. 58. Gut, da ist der Hackentrick, der Piech. Ja, der Piech wird's wieder machen, ne? Packe ich den Wenninger doch mal dahin. Obwohl, der Piech kann dann auch einfach hier rauslaufen, egal. Konrad da, Mauersberger da. Okay. Was sagt die Abwehr? Da ist der Schwächste. Schauen wir mal, ob wir mit Kerne da noch was rausholen können. Oh, was ein überragendes Pokal-Hinspiel. 2-1 im Halbfinale. Wann spielen wir wieder? Nach dem nächsten Part. Komm, rein ins Spiel gegen Erfurt. Ich möchte so schnell wie möglich das Rückspiel spielen im Pokal, wenn ich ehrlich bin. Bludger fängt leider nicht ab. Jetzt kommt der Piech. Der kann aber noch nicht den Hackentrick machen. Wird von Kopa zumindest attackiert. Behält den Ball. Und schießt jetzt wahrscheinlich. 44. Gut, aber Mauersberger fängt ab. Und jetzt hat Rafa den Ball. Versucht den langen Pass durch zwei Leute durchzuspielen. Mit einer 1. Bleibt der hängen. Bludger kann aber sich den Ball holen, wenn Bayer presst. Ja, dann ist es sogar relativ safe, dass Bludger sich den Ball holt. Sehr gut. Der kann ihn auch kontrollieren, obwohl er dann gepresst wird. Und der hat die Grätsche auf 2. Aber egal. Wir versuchen es. Presst den mal ruhig. Und dann holt er die Grätsche raus. Wir haben es versucht. 6-6. Schade. Aktion gewonnen. Bludger fängt nicht ab. Und Mauersberger, bist du denn irre? Da ist der Hackentrick. Nummer 1. Funktioniert. Von Piech. Nummer 2 funktioniert auch. Boah, dieser Hackentrick auf Stufe 3 ist einfach OP. Björn, ja. Piech, 1-0 von Rot-Weiß Erfurt. Was willst du dagegen machen? Du brauchst das Talent. Reaktion ist es, glaube ich, gegen den Hackentrick, ne? Was anderes kann man gar nicht machen, leider. Come on, Kerne, hast du Bock? 13, überhaupt gar kein Bock. Aber wir kommen hinter die Kette, das ist das Wichtige. Wenn er clever ist, geht er mit dem dahin. Okay, er geht mit Krasniki dahin. Der spielt den langen Ball. Puh, der kommt sogar noch auf Piech. Und der macht nochmal Hackentrick Deluxe hier oder was? Nein, der schießt. Den Ball zu halten wäre besser gewesen, Kopa, wenn ich ehrlich bin. Weil das sackt jetzt Balls. Tja, außer der Ball kommt auf Wannenwetsch an. Oder können wir den... Wir können normalen Pass spielen. Okay. Wir können den Ausgleich schaffen, wenn Wannenwetsch Bock hat. Hat er natürlich nicht, weil bei uns schafft er ja nicht einmal daran vorbeizukommen mit dem Würfel. Damn it. Das ist ein wichtiges Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt. Das ist echt nicht gut gerade. Tja, Kerndl ist auch relativ kaputt. Ich muss es aber versuchen mit Kerndl. Der muss jetzt auf die Zähne beißen, der Mann. Weil mit Bernie hat das keinen Sinn. 31, 10, 42, okay, Ecke. Ecke, Ecke, Ecke. Schießen wir das Tor, wird Kerndl ausgewechselt. Konrad und Wenninger rein da. Und Konrad hierhin, bitte. Danke. Okay. Nicht gut. Wenn wir die Kontrolle nicht gewinnen sollten, werden wir nicht köpfen können. Wir gewinnen aber die Kontrolle zumindest mit Konrad einmal. Wenninger gewinnt die nicht. Bayer versagt bei der Ecke eine 5, Alter. Der hat passen eine 67 und würfelt eine 5. Dammit. Naja, Kerndl, was kannst du hier noch reißen? Wenn er den Ball hält, wäre es ideal. Dann könnten wir mal eine Flanke schlagen. Tut er aber nicht. Tja, Kerndl ist kaputt. Der wird den kontrollieren. Nicht mal. Dann versucht der Wenninger jetzt hier nochmal, den Ball abzunehmen. Und dann vielleicht den Ball zu halten. Puh, es wird schwer. Wir müssen irgendwie Glück haben. Die laufen hier rein leider gerade. Das gefällt mir nicht. Wir haben Glück. Aber der Erb muss es auch nochmal machen.
Und da wird's noch... Nein, der Hammerich darf nochmal ran, warum auch immer. Und jetzt spielt er auf Sauer. Tja. Und der würde flanken und das wäre nicht gut. Und wir nehmen ihm auch nicht den Ball ab. Das heißt, Blatscher muss hier hin. So, Sauer. Bergmann, okay. Ah, der spielt jetzt hier durch auf Usan. Nein, auf Piech. Der geht wieder voll auf Hackentrick. Unfassbar. Klappt diesmal nicht. Sehr schön. Und jetzt haben wir noch eine Chance. Wenn Kopa den Ball auf Vanimvic durchbringt. Und das muss er. Yes. Dann kann ich mit Kernde hier hinter die Kette. Vanimvic hat jetzt hoffentlich Bock. Tja. Da hängt jetzt wirklich hier der Pokalkater in der Mannschaft. Sauer flankt nochmal. Ja, 43-2-0, Rot-Weiß Erfurt. Der Würfel war nicht auf unserer Seite. Und gegen Rot-Weiß Erfurt jetzt hier eine 2-0-Niederlage. Sackt Balls. Bah. Sackt richtig Balls. Immerhin noch 3 Fans gewonnen. Rot-Weiß Essen gewinnt auch. 7 Punkte. Naja, immerhin. Immerhin. Nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, dann simulieren wir mal vor. Haben dann Preußen Münster gegen uns. Disappointment hat den langen Pass geholt. Das heißt, Disappointment kann verkauft werden bald. Wird er auch. Ist schon 21, unfassbar. Und ja. Ich meine, wir könnten mit Disappointment halt auch immer versuchen, für Vanimvic halt einen Ersatz zu haben dann. Vielleicht behalten wir den sogar, damit wir ihn dann einfach ins Mittelfeld packen. Preußen Münster. Wir stellen uns noch auf den Gegner ein. Ärgerlich, wie es jetzt gerade gelaufen ist, wirklich. Aber der Helden, ne? Der Helden der Helden. Der war stark. Da haben wir eine 45, da packe ich Konrad hin. Tja, Bayer. Kernde. Torwart ist nicht so gut. Ist das schon? Nein, ist nicht direkt vorm Pokal. Kernde können wir immer noch gegen Duisburg schonen. Sub. Sub macht auch wieder den Anstoß. Schlechtester Verteidiger ist da, okay. Ja. Das werden wir versuchen im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann auf jeden Fall wieder am Start. Dann gegen Preußen Münster, wichtiges Spiel. Direktes Duell. Hoffen wir, dass wir da rankommen. Ich hoffe, ihr seid wieder am Start. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.